Moin moin Zikros-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Ich bin's wieder, euer Toxic, und heute zeige ich euch das wohl derzeit meist diskutierte Schiff im Spiel, und zwar unsere Smolensk. Tier 10 UdSSR-Kreuzer, hier in der Version 089 gefahren. Und ja, wir sprechen mal einmal über diese Runde und über dieses kontrovers diskutierte Schiff. Ich möchte das Schiff ein bisschen näher bringen mit seinen Möglichkeiten und außerdem mal zeigen, wie ich es hier in dieser Runde angegangen bin. Zu Rundenbeginn schauen wir natürlich wieder auf unsere Konstellation und ihr seht schon ganz verrückt, auf beiden Seiten nur zwei Kreuzer. Also ich bin mit der Hinburg hier der einzige Kreuzer in der Runde, ansonsten ein CV, jede Menge Schlachtschiffe und vier Zerstörer. Zwei Maschimakase auf der anderen Seite, Haragumo und Khabarovsk. Wir steuern hier jetzt erstmal den C-Cap an und versuchen uns hier an der Insel ein bisschen aufzuhalten. Und ihr seht direkt schon, der Flugzeugträger hat mich angegriffen. 7000 HP mit den Raketen hat mich dieser Angriff gekostet. Aber soweit erstmal abgewehrt und Position jetzt hier eingenommen. Und jetzt gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Wir müssen das Ganze natürlich hier ein bisschen defensiver angehen, weil, wie gesagt, wir haben hier schon immer kassiert. Wenn uns der Flugzeugträger jetzt ständig aufmacht, kriegen wir wahrscheinlich von vorne ein Problem. Ich habe es am Eingang mal kurz erwähnt, warum haben wir die Smolensk als derzeit meist diskutiertes Schiff? Da gehen die Meinungen ja doch sehr weit auseinander oder vielleicht auch doch nicht so weit auseinander, weil die Smolensk gilt bei vielen als OP-Schiff. Ist das wirklich so? Ja, darüber können wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang diskutieren und würden jede Menge Meinungen haben und der Großteil wird wahrscheinlich sagen, ja, das Schiff ist OP, aber ist es wirklich OP oder hängt es damit zusammen, wie es gefahren wird? Das ist hier halt die Frage und ich finde, das ist sehr interessant bei diesem Schiff, weil dieses Schiff kann nämlich auf verschiedenste Art und Weisen gefahren werden. Warum? Das werde ich euch mitten im Gefecht jetzt mal ein bisschen näher bringen und versuchen zu erläutern, weil da gibt es dann ganz verschiedene Ansätze und ja, Möglichkeiten, dieses Schiff zu skillen. Aber wie gesagt, dazu mehr gleich im Gefecht. Hier haben wir gerade eine Shimakaze, die ja wunderbar in der Mitte aufgeht, durch den CV aufgedeckt. Wir sehen, unser CV mit mir in einer Divi gewesen, habe ich natürlich darauf angewiesen, weiter den Zerstörer aufzudecken. Und wir nehmen ihn natürlich unter Beschuss und versuchen hier die Shimakaze erstmal aus dem B-Cap rauszudrücken. Gelingt uns so mittelmäßig gut. Nicht alle sitzen an Treffer, aber jetzt Montana zum Glück auch noch drauf geschossen. Wunderbar gemacht, als Schlachtschiff einfach mal auf dem Zerstörer mit draufgehalten und Shimakaze ist schon raus. Ganz wichtig. Ja, die Smolensk bringt natürlich einiges an Besonderheiten mit. Unter anderem haben wir hier einen Nebel. Ihr seht schon unten drei Einheiten, die ich während des Gefechts einsetzen kann. Zudem habt ihr die Auswahl zwischen Death AA und Hydro. Ich habe mich hier für Hydro entschieden. Wenn Torpedos irgendwo kommen, dann ist das doch ganz sinnvoll, weil CVs hat man einfach nicht in jeder Runde. Zudem hier natürlich sehr großes Merkmal, die hohe Feuerrate. Ihr habt 16 Geschütze A 130 mm, die ihr mit einer Salve auf den Weg bringen könnt. Nachteilig hier an der ganzen Geschichte, ich habe es am Eingang schon mal kurz erwähnt, unsere wenigen HP, die wir mit ins Gefecht bringen, 32.400 gerade mal auf Stufe 10, ist nicht gerade sehr viel, müssen wir mit umgehen, ist natürlich auf der Negativseite hier zu erfassen. Aber ein bisschen als Ausgleich wieder Torpedos. 8 Kilometer bringt die Smolensk noch mit und das ist doch mal ganz überraschend, wenn wir die hier mit ins Gefecht reinwerfen und ja, der eine oder andere lässt sich davon sicherlich überraschen. So, unsere Shimakaze und Gewing haben mittlerweile den C-Cap erobert und wir sehen da hinten nur eine Kurfürst, die wegfährt und jede Menge andere Gegnerschiffe, gerade auch die ganzen BBs, die sich auf der anderen Seite da so ein bisschen tummeln. Und Sandro hat gerade noch die Khabarovsk rausgeholt mit einem vernichtenden Schlag. Wunderbar, es läuft am Anfang ganz gut für uns. 4 Minuten 30 gespielt und wir liegen erstmal schon mal in Führung. Zwei Caps, eine dritte wird gerade angecappt und wir können hier das Feuer auf den großen Kurfürsten öffnen und da hinten geht die generische Smolensk drauf. Wir sind jetzt entdeckt, aber dadurch, dass keiner von uns zielt, können wir hier ganz munter weiter drauf schießen und wir nutzen unsere ja, schöne Nachladezeit aus und geben den Kurfürsten jetzt erstmal Saures und hoffen, dass wir natürlich da einen Brand setzen. Ja, das ist natürlich eine mit der Haupteigenschaften. Wir versuchen hier mit unseren relativ kleinen Kaliber nicht den größten Schaden zu machen, aber durch die hohe DPM einfach möglichst Brände zu setzen auf den Schlachtschiffen. Und hier sehen wir schon,
kommt die Republik nämlich als Verstärkung zurück. Da hinten geht die andere Schima auf. Wir müssen hier ein bisschen flexibel sein. Ihr seht schon, haufenweise Drehung wieder auf verschiedene Schiffe schießen. Shimakaze ist natürlich Hauptfokusziel. Smolensk geht da hinten auf. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir von hinten nicht noch beschossen werden. Deswegen jetzt einmal der Nebel einfach zur Sicherheit, dass wir hier nicht komplett offen stehen. Und die Shima kassiert jetzt doch einige Salven von uns. Und da kommen auch schon die Torps. Deswegen läuft unser Hydro nebenbei. Wenn ein Zerstörer in unbequemer Nähe aufgeht, zündet Hydro, wenn ihr gerade auch im Nebel steht, um da nicht irgendwie komischer überrascht zu werden. Einfach als Absicherung definitiv wichtig. So, wir haben zwei Caps, aber wir haben auch die andere Seite so ein bisschen verloren. Wenn ihr da mal seht, ein großer Kurfürst auf der anderen Seite natürlich, der ist da so ein bisschen, naja, sehr verloren. Wäre jetzt die Frage, ist es sinnvoll, da irgendwo noch offensiv reinzugehen? Meiner Meinung wäre es nicht so. Er hätte sich jetzt mal Richtung BC mit zurückziehen müssen, um hier ja ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Mal gucken, wie die ganze Geschichte dann ausgeht. Wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, auf die Yamato da hinten zu schießen. Und während wir das machen, erzähle ich euch mal was zu den verschiedenen Spielstilen. Weil das ist hier ganz interessant bei der Smolensk. Weil ihr habt hier variable Spielstile, die ihr hier skillen könnt. Und das finde ich so interessant an diesem Schiff. Ihr habt nicht dieses Einheitsprinzip, eine Skillung ist die richtige oder kaum eine Auswahl zwischen den Skillungen. Nein, hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt, ähnlich wie ich es vielleicht ein bisschen mache hier, offensiv mit dem Nebel arbeiten, aus dem Nebel herausschießen. Oder eher defensiv agieren, auf Reichweite, mit erhöhter Feuerrate, mit Potenzial Kiting. Ihr fahrt weg und schießt quasi beim Wegfahren viel auf den Gegner. Die Wendigkeit ausnutzen. Oder ihr skillt auf IFAE und habt damit einen erhöhten Durchschlag. Ihr könnt hier komplett auf Brand skillen und IFAE weglassen. Also ihr seht schon, ihr seid hier super flexibel eigentlich aufgestellt und das macht dieses Schiff aus meiner Sicht eigentlich mit am interessantesten, weil ja, es gibt keine ideale Skillung. Das denke ich zumindest, weil jeder, mit dem man so gesprochen hat, fährt dieses Schiff doch irgendwo immer ein bisschen anders und jeder ist auch anders irgendwo erfolgreich. Und das, finde ich, macht dieses Schiff auch ja sehr lobenswert, weil irgendwie wünsche ich mir immer, dass viele Schiffe so diese Möglichkeit hätten, verschiedene Wege zu gehen, und die Smolensk bietet halt diese Wege. Mal kurz wieder aufs Gefecht zurückkommen. Ihr seht schon, auf der anderen Seite hat es den Kurfürsten denn, wie schon fast vorausgesagt, zerlegt. Und ja, unser Vorteil von den Caps ist irgendwie jetzt mittlerweile dahin. Ihr seht schon, am Anfang unsere zwei Zerstörer, die wir rausgenommen haben, sind auch die einzigen gewesen, die wir rausgenommen haben. Und wir haben mittlerweile selber zwei Zerstörer verloren, aber auch noch drei weitere Schiffe. Sprich, schiffsmäßig sind wir ja schon komplett eigentlich in Unterzahl. Ja, die Caps sprechen gerade noch ein bisschen für uns, aber auf der A-Seite geht natürlich jetzt der Cap schon weg. Die Republik konnten wir jetzt durch unser Feuer ein bisschen abdrängen. Und wir stehen hier mit der Smolensk eigentlich auf der Seite, weil wir können momentan gar nichts anderes machen, außer diese Seite irgendwo offensiv zu decken. Hinten haben wir falls dreimal Schlachtschiff als Backup, aber gut, inwiefern uns das hier vorne was nützt, wenn naja alle auf uns schießen sollten, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber wie gesagt, wir stehen hier vorne, wir versuchen diese Position wenigstens zu halten, unser Gehring steht da vorne noch mit drinne und ja, kampflos geben wir jetzt erstmal 10 nicht her, aber viele andere Möglichkeiten haben wir hier momentan gar nicht, weil wir brauchen jemanden, der vorne für uns spottet und ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil von der Smolensk. Fällt vorne das Auge aus, ja, was für uns vorne Gegner aufdeckt, dann sind wir hier ziemlich hilflos, weil dann nützt uns unser Nebel nichts. Wenn wir uns hier einnebeln, dann haben wir vorne kein Spotting mehr und können ergo auch unsere vielen schönen Geschütztürme nicht in Position bringen, um den Gegner zu beschießen. Ja, wir versuchen uns hier ein bisschen hinterm Berg zu positionieren, um vielleicht auch mal ein Nebelmaß zu sparen und über den Berg rüber zu schießen. Da kommt nämlich ein Yamato schön offensiv rein, aber ihr seht schon, die ja, die Kurve der Geschosse, die ist nicht so hoch wie vielleicht bei anderen Schiffen. Ja, und auch wenn die Yamato weit weg steht, schaffen wir es hier nicht komplett über den Berg rüber zu schießen. Und deswegen ändern wir jetzt unser Ziel wieder Richtung Shimakaze und versuchen die Richtung, dass die auf die Republik nicht unbedingt wirken kann. Und ja, Shimakaze auf der Seite rausnehmen wäre jetzt sicherlich nicht komplett unwichtig. Und ihr seht auch schon, die Hälfte des Gefechts ist um. Wir haben gerade 41.000 Schaden. Nur drei Brände gesetzt. Das ist die Frage, ob das so komplett OP ist bei 160 Treffern. Aber die Runde, kann ich euch versprechen, die wird noch am Ende richtig interessant.
Bezüglich Skillung, ich werde euch einfach mal ein paar Skillungen einblenden, weil es wäre jetzt einfach zu viel, da komplett auf jede Kleinigkeit einzugehen. Nur so viel Reichweite und Wendigkeit, da könnt ihr Steuergetriebe-Modifikation 2 plus 3 einbauen. Dann habt ihr eine Ruderstellzeit von 3,9 Sekunden. Ihr verzichtet aber damit auch natürlich auf einmal Tarnung. Ja, das ist für Reichweite und ihr weicht den Geschossen aus. Ansonsten schneller schießen, ihr baut die Hauptbatterie-Modifikation 3 plus die Schießgrundausbildung ein. Da kommt ihr auf 3,6 Sekunden Nachladezeit. Ansonsten auch weiterschießen, Feuerleitanlagen-Modifikation 2 plus verbesserte Schießausbildung beim Kapitän. 19,2 Kilometer Reichweite beim Feuern. Oder wie eingangs schon erwähnt, IFHE. HE-Penetration steigert sich von 21 mm auf 28 mm, aber dadurch sinkt auch eure Brandwahrscheinlichkeit. Dagegen könnt ihr natürlich den Sprengmeister oder die Brandflaggen skillen, die diesen Skill bzw. die Brandwahrscheinlichkeit wieder ein bisschen erhöhen. Also ihr merkt schon, jede Menge Möglichkeiten. Im dritten Slot beim Kapitän anstatt der Schießgrundausbildung oder den Sprengmeister den Inspekteur nehmen. Gerade für Leute, die offensiv fahren, so wie ich hier ein bisschen offensiver agiere, mit den Nebel arbeiten, dann braucht ihr natürlich eine zusätzliche Einheit für den Nebel als Verbrauchsmaterial. Und so habt ihr bei dem Schiff x verschiedene Möglichkeiten eigentlich, wie ihr agieren könnt. Und das macht das Schiff aus meiner Sicht eigentlich so interessant und nicht zwangsweilig komplett OP. Natürlich ist dieses Schiff verdammt stark, wenn man es richtig einsetzt und richtig fährt. Ja, aber gut, welches Schiff ist das letztendlich nicht? Und jetzt seht ihr, jetzt werden wir natürlich irgendwo zusammengedrückt. Schaut euch mal die Minimap an. Ja, alles konzentriert sich hier irgendwo bei C. Unser Yamato und Republik haben sich irgendwo in Richtung Kartenrand irgendwo verdrückt. Ob sie da den besten Einsatz haben, weiß ich jetzt nicht. Wir sind jetzt hier die einzigen vor C, die irgendwo den Kurfürsten da aufhalten können. In der Mitte drückt schon eine Sandra rein, aber wir sind jetzt erstmal nicht aufgedeckt. Aber im Hintergrund, ja, da ist der CV natürlich noch. Da müssen wir uns aufpassen, dass der CV nicht aufdeckt und wir dann unangenehm irgendwo richtig hart kassieren. Bis jetzt hat zum Glück nicht einer großartig auf uns geschossen. Das kommt uns natürlich richtig zugute, dass der CV uns nicht weiter angeflogen hat. Und kaum sage ich es, geben wir jetzt gerade auf und wir fahren ein bisschen nach vorne, damit der Kurfürst nicht gleich die Möglichkeit hat. So, jetzt haben wir einen Brand weiterhin auf den Kurfürsten gesetzt. Der ist schon relativ weit runter und den müssen wir jetzt natürlich rausnehmen. Der darf dann nicht weiter existieren und fahren. Jetzt schalte ich mal um auf AP. Das kann man mit diesem Kreuzer nämlich auch super machen. Das haut nämlich auch richtig gut rein. Das müsste man, ja, wahrscheinlich, manchmal vergisst man es vielleicht sogar, viel öfters machen. Jetzt kommt die Republik auf der anderen Seite. Wir schwenken wieder schnell um und versuchen jetzt die Republik ein bisschen zu ärgern. Ihr habt gesehen, einmal HE drinne, einmal wieder AP drinne. Schneller Wechsel hier macht es super möglich, gerade dadurch, dass die Nachladezeit so gering ist. Jetzt dreht die Republik wieder ein, sie kommt spitz auf uns zu und sofort wechsle ich wieder von AP auf HE. Ein Brand ist gedroppt, aber wir wollen jetzt auch die Republik auf der Seite raus haben, um zumindest da in dieser Ecke Ruhe zu haben. Hinter uns die Torpedos, ich habe mir ganz kurz mal umgedreht gehabt, aber keine Gefahr für uns. Die waren nämlich zu kurz gewesen. So, mittlerweile haben wir falls einen Punktevorteil, aber der Gegner hat zwei Caps geholt, drückt über die Mitte und wir sind hier natürlich irgendwo arg im Bedrängnis. Smoke hält noch knapp 60 Sekunden und ihr seht schon auf der anderen Seite Sunderrunner voll, Montana fast noch voll, Hindenburg, Karagumo sind noch drin im Spiel, Smolensk ist auch noch drin im Spiel und bei uns, ja, haben sich die Mitspieler ein bisschen wegrationalisiert. Aber wir versuchen hier die Position zu halten. Wir müssen hier gar nicht großartig von A nach B fahren, die Gegner kommen auf uns zugefahren. Ja, versuchen uns jetzt natürlich durch unsere Unterzahl hier wegzudrücken. Sandra fährt da wunderbar Breitseite und das nutzen wir jetzt mit unserer AP aus. Ihr seht, nicht alles, ja, macht heftigen Schaden, aber dann kommen doch mal die 3.000-4.000er Salven hier raus. Ja, hier wieder nur 260, da sind natürlich Abpraller und Nichtdurchschläge dabei, je nachdem, wo ihr da trefft. Aber mit AP auf der Breitseite seid ihr relativ gut beieinander, weil 8.800 Schaden, habt ihr das gesehen? Jetzt schalten wir aber wieder um Richtung KE, jetzt wieder AP, Unterstützer ist gedroppt und die Sandra hat ein bisschen Respekt gerade, die dreht nämlich jetzt ab. Ein Brand, wunderbar, jetzt brennt sie nämlich schon doppelt und nach schaffen wir es hier mit unseren 16 Geschossen, die jetzt in der Luft sind, die Sandra ein bisschen döller zu verbunden. Aber Midway hat jetzt unserem Backup an der Seite, die Montana, leider auch aus dem Gefecht genommen.
Vernichter haben wir jetzt auch gedroppt. Wir stehen jetzt mittlerweile doch schon bei 190.000 Schaden. Das ging jetzt so relativ zügig. Irgendwie hat man es gar nicht so richtig mitbekommen, aber wir haben auch schon 500 Treffer gelandet und die Brände kamen jetzt auch schon. Und jetzt muss ich mal sagen, super Teamplay von der Gewing. Die droppt uns jetzt nämlich einen Nebel, den wir super ausnutzen können. Wir haben nämlich selber gar keinen Nebel mehr. Und die Gewing hat ja eine relativ lange Standzeit. Wir fahren jetzt ein bisschen weg vom Gegner, versuchen wieder die Distanz aufzubauen. Ganz wichtig auch hier, um nicht irgendwie hart getroffen zu werden. Ja, und das war jetzt super wichtig hier gewesen, dass die Gewing uns den Nebel gedroppt hat, aber ja, jetzt muss sie natürlich rausfahren aus dem Nebel, ihre Taubs irgendwo zum Einsatz bringen, weil ja, ihr seht schon, jetzt fehlt uns das Auge, was ich von gesprochen habe. Die Smolensk ist halt nur effektiv, wenn wir jemanden vor uns haben, der uns auch irgendwo die Schiffe aufdeckt, weil sonst können wir gar nichts machen. Ja, wir haben noch unsere Hydroladung, aber die bringt uns halt auch nichts, wenn die Gegner viel zu weit weg sind. Ja, die Midway kommt jetzt hier wieder angeflogen, wie können wir die schön aus dem Nebel beschießen. Mal gucken, was sie macht. Ah, und da vorne haben wir eine Haragumo. Knapp noch 3000 HP, da sind wir natürlich drauf. Aber ihr seht schon, Gewing hat gerade richtig hart kassiert vom gegnerischen Flugzeugträger. Jetzt sind wir natürlich gefragt und müssen die Haragumo aus dem Gefecht rausnehmen, wenn wir noch irgendwo eine Chance haben wollen. Und das schaffen wir, aber leider hat die Haragumo auch die Gewing rausgenommen. So, die Sunro da hinten ist offen, aber aus unserem Bereich raus. Ihr seht schon, ich habe hier nicht komplett auf Reichweite geskillt. Und dementsprechend können wir keine 19 Kilometer schießen. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, welche Ziele sich als nächstes bieten. Aber wir haben wieder ganz gut aufgeholt. Wir haben falls den Cap-Nachteil, aber nur noch 3 gegen 4 Schiffe. Unser CV ist noch drin, der Gegner CV ist noch drin. Das wird natürlich eine Rolle hier spielen. Republik und Smolensk bei uns auf der Seite. Und auf der anderen Seite Montana, Sunroa und Hindenburg. Und Hindenburg steht hier, boah, fährt hier wieder wunderbar Breitseite. Wir switchen wieder um Richtung AP. Und jetzt mal gucken, was die Smolensk mit AP auf der Hindenburg macht. Das waren 3700 und die Hindenburg dreht jetzt natürlich ein, will uns keine Breitseite mehr anbieten. Nochmal 3000 und wir schmeißen mal einfach ein paar Torps raus in die Richtung. Ihr seht hier unseren Torpwerfer, 8 Kilometer, kommt er weit. Jetzt hat uns die Hindenburg mal im Nebel getroffen, aber wir schicken gleichzeitig 5 Torps raus und jetzt kriegt die Hindenburg einen Brand. Aber leider läuft vielleicht unser Nebel aus und das könnte natürlich unser Problem werden. Wir droppen Großkaliber bei 220.000 Schaden und die Torps laufen weiter auf die Hindenburg. Hindenburg hat jetzt natürlich auch Hydro und könnte die Torps jetzt eigentlich antizipieren und ausweichen. Kriegt jetzt noch einen Brand und im Eifer des Gefechts, ihr seht schon unten Kollisionsabfrage, da ist eine Insel. Die habe ich jetzt im Eifer des Gefechts nämlich komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, und das ist natürlich ungünstig in der Situation. Hindenburg fährt weiter auf uns zu. Und wir drehen uns um. Und wir haben die Insel natürlich mitgenommen. Wunderbar, wir können nicht mehr vom Gegner wegfahren. Ihr seht schon Hindenburg auf 7 Kilometer dran. Ja, jetzt könnte es ungemütlich werden, aber unser CV hat auch nochmal drauf geschossen. Oder beziehungsweise Raketen auf die Hindenburg abgesetzt. Die muss jetzt noch schnell raus. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance und eine Möglichkeit hier in diesem Gefecht. Weil ihr seht, Republik ganz weit weg. Wir haben noch ein Cap, der Gegner hat 2 Caps, das tickt natürlich für sie. Ihr seht oben die Anzeige, wir würden in 4 Minuten 30 gewinnen, der Gegner in 3 Minuten 30. Und Hindenburg fährt es aber auf jeden Fall wieder Breitseite. Gerne doch, das nehmen wir natürlich gerne im Anspruch. Hier haben wir nochmal den Brand da drauf, wechseln auf AP, haben selber nur noch 7000 Health Points, aber die Hindenburg ist tot. Ja, nochmal geschafft, nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Eigentlich gefundenes Fressen. Aber sie haben es nicht ausgenutzt. Und jetzt kriegt es die Montana nochmal ab. Jetzt versuchen wir natürlich so viel wie möglich an Schaden nochmal drauf zu bringen. Ihr seht schon, 2500 leben nur noch auf unserer Seite. Und es wird direkt darauf geschossen. Ja, die Hindenburg hat getorbt, aber gut. Wir torben auch nochmal. Einfach mal instant rein auf 9 Kilometer. Aber die Montana fährt ja vorwärts. Deswegen könnt ihr das auch gerne mal machen. Torbt einfach in die Richtung. Wenn ihr merkt, ihr seid gleich tot, einfach nochmal torbt raus Richtung Gegner. Vielleicht trifft der eine oder andere Torb noch. Und wir konnten jetzt gerade nochmal unsere... Ja, wir konnten gerade noch mal reparieren. Das hat uns jetzt gerade noch mal ein bisschen das Leben gerettet. Ihr seht, wir schaffen es hier irgendwie immer noch unsere Salven rauszubringen. Montana steht da hinten fast, fährt nur langsam vor, trifft uns wieder nicht. Und wir schießen und schießen und stehen jetzt schon bei über 800 Treffern. Und ja, das macht es halt einfach aus mit der Smolensk. Wir konnten hier leider nicht wegfahren. Der Berg hat uns so ein bisschen das Ganze vermiest. Aber gut, wir haben hier, glaube ich, das Maximum irgendwo rausgeholt. Und jetzt fährt die Montana wieder vorwärts. Und unsere Torpedos, die kommen. Und wenn wir Glück haben, dreht die Montana sogar noch ein bisschen ein. Und wenn wir noch mehr Glück haben, trifft einer und erzeugt vorne noch eine Flutung. Wunderbar. Nur noch 1 Minute zu spielen im Gefecht und auf einmal sieht es dann vielleicht gar nicht mehr so schlecht für uns aus. Also während das Gefecht weiterläuft, was können wir einfach sagen? Die Smolensk hat natürlich super viel Potenzial. Gerade durch das schnelle Schießen hat sie einen super hohen Damage-Output. Ohne HE seid ihr je nach Ziel sehr auf RNG und Brände natürlich ausgelegt, aber das ist auch trotzdem ein Spielstil, auf den ihr gerne gehen könnt.
Ja, je nach Spielziel habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, die ich vorhin erwähnt hatte, die sonst nicht so wirklich viele Schiffe bieten. Es kann ja also nicht pauschal gesagt werden, dass dieses Schiff ja so oder so gefahren werden muss. Probiert's einfach aus. Guckt euch die Möglichkeiten der Skillung an. Fragt euch selber, welcher Typ seid ihr? Fahr ich lieber auf Distanz und schwenke hin und her und versuche den gegnerischen ja, Geschossen auszuweichen, oder stehe ich lieber weiter vorne im Nebel drinne und unterstütze vielleicht vorne unser Team? Ja, also ihr habt hier super viele Möglichkeiten in diesem Schiff. Trotzdem vergesst nicht, ihr seid hier butterweich und super dünn gepanzert, und jede falsche Spielweise oder Stellungsspiel kann schnell bestraft werden mit dem Rundenende. Ja, apropos Rundenende, das haben wir gerade erreicht. Ich hoffe, ihr hattet hier wieder hier genauso viel Spaß wie ich. Ja, wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Dann hören wir uns in der nächsten Folge von Im Fokus oder einem anderen Video wieder. Ich sag herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Toxic, euer Secrets Team. Bis bald, ahoi, auf Wiedersehen. Thank you.